sagen, beim Bestatter, da riecht es immer nach Leichen. Ist das überhaupt so? Die Antwort ist mal wieder, nee. Louis Bauer ist 15, Bestatter und TikTok-Star. Auf der Social-Media-Plattform erklärt er seinen Followern, was sie schon immer über Tod, Trauer und Abschied wissen wollten. Riecht es beim Bestatter nach Leichen? Warum wird der Mund bei Toten zugenäht? Oder bleibt die Zahnspange bei einem Toten drin oder draußen? Über all das klärt er seine 340.000 Follower in kurzen Videoclips auf. Ich glaube, das kommt ganz klar davon oder daher, dass ich ja damit aufgewachsen bin. Also mein Vater ist Bestatter, mein Vater gehört auch in die Firma Bestattung in Burger. Und ich kenne das nicht anders. Also mein Vater ist schon immer Bestatter gewesen und es war klar, okay, jeder stirbt, das ist ganz normales. Ich habe in meinem jungen Alter schon den verstorbenen Menschen gesehen, da war ich glaube ich in der Grundschule oder so. Also für mich war schon immer klar, der Tod gehört dazu und das ist was ganz normales. Und ich glaube, das sind so die Wurzeln oder woher das auch kommt, dass ich mich da jetzt einfach so beschäftige und das wird halt jetzt immer mehr, halt, weil ich auch älter werde. Angebundene Frage. Also ich war gerade wirklich am Arbeiten, habe gerade wirklich eine Versorgung gemacht. Das mache ich ja hier auch. Und zwar habe ich gerade einen verstorbenen Menschen gewaschen und dann habe ich gerade so, das ist eigentlich wirklich krass, was ich da gerade mache. Also ich wasche gerade einen verstorbenen Menschen, das ist auch schon ein bisschen her, dass mir die Idee kam logischerweise und habe mir gedacht, ey, die Leute wissen viel zu wenig darüber Bescheid, warum erzählst du es ihnen nicht einfach? Und dann wusste ich aber, dass die Plattform TikTok eben Potenzial hat und dass es viele junge Menschen haben, auch besonders eben die jungen Menschen. Und dann habe ich mich hingestellt, habe gesagt, okay, ich versuche es einfach mal aus. Dann habe ich das erste Video hochgeladen und es ging dann sozusagen schon durch die Decke. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist ein guter Ansatz, da kann ich weitermachen. Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich muss dazu sagen, ein ganz, ganz großer Teil ist positiv. Also wirklich, boah, cool, was du da machst, ey, echt, und wie funktioniert das? Also wirklich viele Fragen zum einen. Aber auch viel Lob, wo die Leute sagen so, ey, super, was du machst, mach weiter so, du lässt uns in deinen Beruf einblicken, was sehr spannend ist. Aber auch Kommentare wie, ey, du hast mir wirklich geholfen, mit meiner Angst vorm Tod umzugehen. Also ich merke dann auch so, hey, krass, ich kann nicht nur die Leute informieren, sondern den Leuten auch wirklich helfen und die Angst vielleicht vom Tod, die ja definitiv da ist bei vielen Menschen, auch wirklich lindern. Und das finde ich schon eine gute Sache. Natürlich gibt es auch vereinzelt Leute, die sagen, hey, Professor, was macht man keine Videos oder halt Hate, wenn man es so nennen will. Das kommt aber wirklich eigentlich eher seltener vor. Also positive Kommentare sind da eher die Häufigkeit. Ich denke, zum einen, weil es halt einfach, Suizid ist wirklich ein sehr sensibles Thema. Und das betrifft auch eigentlich leider, natürlich gibt es das und leider betrifft das auch viele Menschen. Und man hört es immer wieder vielleicht in Nachten, oh, da hat sich wieder jemand vor den Zug geworfen oder auf die Schienen gelegt. Und jetzt ist es aber so, man bekommt das von der einen Seite mit. Und dann ist aber vielleicht bei manchen die Frage, ja und dann? Was ist denn dann eigentlich? Was passiert denn? Wer macht denn das eigentlich? Und da kommen dann halt wir als Bestatter ins Spiel und solche Fälle kamen halt auch vor, das hatten wir auch schon. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht, dazu bin ich noch nicht lang genug sozusagen dabei. Mein Vater hatte das, ich kenne da auch Geschichten und das kommt vor und jetzt ist eben die Sache, okay, wie ist es denn eigentlich für den Bestatter, wie gehen wir da vor? Und ich glaube, das ist so ein Ding und deswegen ist es halt auch sozusagen wirklich erfolgreich und durch die Decke gegangen, wenn man so sagen will. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Ich muss aber, ich sage wieder an der Stelle dazu, dass mein Vater zum einen, und ich glaube, ich habe das von meinem Vater auch so mitbekommen oder so, naja, ich weiß nicht, so wurde ich halt in dem Bereich erzogen sozusagen, wir können das gut von uns fernhalten. Mein Vater, so wie auch ich, so wie auch Kollegen aus einem anderen Team, man unterhält sich auch drüber. Das heißt nicht, dass es keine heftige Situation ist. Natürlich, wenn man auf den Gleisen ist und muss sozusagen Körperteile einsammeln, das ist also wie abgefahren oder also wie krass ist das denn? Ganz, ganz klar, aber man kann das auch oder wir halten das auch von uns fern. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst könnte man das nicht machen und sonst würde es definitiv auf die Psyche gehen. Und so ist es. Und man redet natürlich auch drüber. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht einfach quasi sagen, ja,
ich sage gar nichts, sondern man redet drüber. Natürlich, mein Vater und ich tauschen uns aus. Okay, was habe ich heute erlebt? Was war vielleicht für ihn mal krass? Und so kann man damit auch umgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das nichts aus. Für mich ist das ganz normal. Und ich muss auch dazu sagen, dass man sich wirklich daran gewöhnt. Also als ich das erste Mal einen Verstorbenen gesehen habe, war das für mich schon was Neues. Aber für mich war es halt klar, okay, das ist halt einfach das, was mein Vater arbeitet und da ist halt ein verstorbener Mensch. Jeder stirbt. So bin ich damit aufgewachsen. Und zum anderen, als ich dann wirklich das erste Mal einen Verstorbenen berührt habe, ist es natürlich ungewohnt. Aber diese Schwelle oder diese Grenze, wo man sagt, so, oh, das ist krass für mich oder das ist eklig, die verschiebt sich wirklich schnell nach hinten. Auch mit der Zeit und mit den Dingen, die man macht und sieht. Und deswegen ist das für mich wirklich was ganz Normales. Ich habe auch mal ein Beispiel. Die Verstorbenen sind ja in der Kühlung bei uns. Das musst du dir vorstellen, das ist so ein Raum, der wird gekühlt logischerweise immer bei ca. 5 Grad. Und da sind die Verstorbenen in Särgen drin. Und das ist durchaus schon mal passiert, wenn man halt einen Sarg rein- oder rausschieben muss. Ich habe einen Sarg reingeschoben und dann ist hinter mir halt die Tür zugefallen und das Licht war aus. Ist für mich wirklich kein Problem, wo vielleicht jemand anders sagt, das ist ja Horror, das geht ja gar nicht. Ich bin im Raum mit Verstorbenen, mit Leichen sozusagen. Für mich ist es aber kein Problem, weil ich einfach diese Schwelle nach hinten verschoben habe und das geht eigentlich von automatisch. Also das ist für mich was ganz Natürliches. Ich denke, das Thema Trauern und Abschied hat in meinem Leben natürlich, dadurch, dass ich halt Bestatter bin, schon auch einen sehr hohen Stellenwert. Man hat jeden Tag mit Angehörigen auch zu tun, man erfährt sehr viel Leid mit. Und ich glaube, oder bei mir ist es auf jeden Fall so, im Kopf ändern sich auch ein paar Ansichten. Ich glaube, man weiß auch manche Sachen mehr zu schätzen. Also man bekommt das Thema Tod hautnah mit, sieht, okay, so schnell kann es gehen. Man hat nicht immer nur natürliche Tode, man hat auch mal einen Autounfall vielleicht und muss da eine Versorgung machen, die vielleicht ein bisschen krasser ist. Ich hatte mal jemanden, der wurde vom eigenen Auto überfahren, jetzt als Beispiel. Die Versorgung war auch echt unschön und da denkt man sich dann schon so, okay, so schnell kann es gehen. Und da ändern sich schon Ansichten, denke ich auch. Ich glaube aber auch, dass ich besser oder vielleicht für mich besser mit Trauer umgehen kann, weil ich es einfach, glaube ich, auch in der Arbeit auch lerne. Wenn man Bestatter ist, ist man ja quasi auch eine Stütze für andere, die selber in Trauer sind. Und wenn man dann selber in Trauer ist, dann kann man auf einmal sein eigenes Wissen, was man ja den Leuten immer mitteilt oder den Leuten hilft, bei sich selber anwenden. Und ich glaube, das bringt einem schon auch was. Ja. Auf jeden Fall, aber nicht, weil jemand gestorben ist. Also meine Oma ist gestorben. Natürlich habe ich da auch getrauert. Das war ein bisschen blöd, weil da war ich gerade im Urlaub mit meiner Mutter und die ist dann gestorben und dann konnte ich nicht zur Trauerfeier. Aber so habe ich zum Glück tatsächlich noch niemand sehr, sehr Enges verloren, im Sinne von, dass jemand gestorben wäre. Aber natürlich habe ich auch um enge Leute getrauert. Jetzt nicht unbedingt, weil sie gestorben sind, aber da konnte ich das definitiv auch anwenden und ich wusste damit auch besser umzugehen, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob ich in 5 Jahren sage, wisst ihr was, ihr mit euren Bestattungen, ich will was ganz anderes machen, kann passieren. Aber jetzt aktuell ist schon der Plan. Ich denke, wenn ich nach der Schule, werde ich dann die Ausbildung als Bestattungsfachkraft machen. Dann könnte ich mir noch vorstellen, da kann man noch eine andere Ausbildung machen als Thanatologe sozusagen. Dann kann man noch einbalsamieren. Also da gibt es schon viele Sachen, die ich so auf dem Schirm habe und die ich eigentlich geplant habe. Also da spielen wirklich ganz, ganz viele Faktoren rein. Ich würde sagen, zum einen, ich bin damit auch aufgewachsen. Das Thema ist schon eh immer in meinem Leben vorhanden. Dann zum anderen, dass das hier im Team bei Bestattung in Burger, das ist nicht, wir sind Arbeitskollegen, sondern wir sind wirklich eigentlich mehr so wie eine Familie und eigentlich auch Freunde. Man trifft sich vielleicht auch mal privat und arbeitet dann zusammen. Wir haben auch Spaß bei der Arbeit, das kann man schon auch auf jeden Fall so sagen. Natürlich nicht so, dass es respektlos ist oder dass wir irgendwie lachen über das Leid oder so. Wir sind sehr pietätvoll und machen die Arbeit mit Respekt, aber natürlich haben wir auch bei der Arbeit Spaß. Das ist, denke ich, für mich auch ein großer Punkt, dass ich, wenn ich hierher komme, dann merke ich gleich, okay, hier, servus, okay, und was müssen wir jetzt machen, eine Versorgung, okay. Also das macht mir auf jeden Fall auch großen Spaß. Und zum anderen kann man halt Leuten einfach helfen. Ich weiß, am Ende des Tages habe ich jemandem geholfen mit meiner Arbeit, inwiefern auch immer, und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl.